Wir müssen heute über das Herz, die Seele eines Autos sprechen, den Motor. Und jetzt gibt es weltweit hunderte, tausende verschiedene Motorenarten mit verschiedenen Zylinderzahlen und technischen Besonderheiten. Können wir nicht alle besprechen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und deshalb möchte ich über 10 deutsche Kultmotoren reden. Aufgeteilt nach Zylinderzahl. Und auch die können wir nicht in einem Video besprechen, sondern heute werde ich über 1 bis 5 Zylinder reden. Und im nächsten Video geht es von 6 bis 16 Zylinder. Und in jeder Zylinderzahlkategorie werde ich einen Motor aussuchen. Mir ist völlig klar, dass es danach Diskussionen geben wird. Dass jemand sagen wird, nö, aber ist doch gar nicht der reine Sechszylinder. Ich mag den Sechszylinder-Boxer von Porsche lieber. Den finde ich kultiger. Völlig in Ordnung. Ich freue mich auf die Kommentare und Diskussionen, denn das macht es ja gerade so emotional und spannend. Das Entscheidende ist, dass wir heute uns diese Kultmotoren anschauen, viel Technik erfahren, viel über die Historie erfahren und das wird gut. Wir fangen mit einem Zylinder an. Motor mit einem einzigen Zylinder. Absolut basic. So, jetzt können wir mal drüber nachdenken. Welche Autos oder zumindest vierrädrigen Gefährte gibt es denn mit einem einzigen Zylinder? Fällt einem erstmal gar nicht so viel ein. Und Fun Fact am Rande, der VW XL1, ja, das super Sparauto von VW Anfang der 2010er, war ursprünglich mal mit einem Einzylinder-Diesel, ich glaube mit nur 0,3 Liter Hubraum geplant. Haben sie in der Praxis dann nicht umgesetzt. Und wieso stehe ich jetzt gerade hier bei den Motorrädern? Obwohl wir uns doch heute mehr über Automotoren oder zumindest Motoren unterhalten, wo am Schluss 4 Räder noch drumherum sind. Weil die sehr viel zu tun haben mit dem Motor, den ich ausgesucht habe. Denn, gucken wir auf dieses Motorrad hier. Ein Zylinder und Zweitakt. Und der Motor, den ich ausgesucht habe, ist kein Automotor, es ist ein Traktormotor. Und zwar der Motor des Lanz Bulldog. Der kam 1921 auf die Straße oder aufs Feld. Und das ist ein Einzylinder-Zweitaktmotor. Damals mit überschaubaren 12 PS, aber technischen Besonderheiten. Und wenn wir über 12 PS reden, dann reden wir über 12 PS aus über 6 Liter Hubraum. Ein Zylinder, über 6 Liter Hubraum und 12 PS. Das hat natürlich mit diesen klassischen Motorradmotoren hier wenig zu tun. Und den Motor, den erkennst du schon am stampfenden Klang. Wenn so ein Lanz Bulldog ankommt, dann weißt du schon, wumpump, wumpump, wumpump. Und dass der überhaupt einigermaßen rund läuft, das liegt an riesen Schwungrad, das er an der Seite hat, dass diese stampfende Bewegung irgendwie da noch einigermaßen kontrolliert. Aber trotzdem ist es ein wahrhaft gewaltiger Motor. Und wenn du hinten die Fahrer sitzt, die auf diesem dürftigen Metallsitz drauf sind, der auch noch schwingend gelagert ist, dann siehst du auch, wie die vor sich hinhüpfen. Und dieser Lanz-Motor hat ein paar technische Besonderheiten. Und darüber müssen wir reden. Zum einen, er ist ein Zweitaktmotor. Und nicht, wie bei den meisten modernen Autos und Traktoren, ein Viertaktmotor. Und wo ist denn da jetzt der Unterschied? Na, grob gesagt können die sagen, so ein Zweitaktmotor ist fleißiger als ein Viertaktmotor. Doppelt so fleißig. Wieso das denn jetzt? Weil der komplette Vorgang, dass das Gas in den Motor hineinkommt, es wird verbrannt, es arbeitet und das Abgas wird wieder ausgestoßen, in zwei Takten abläuft. Ja? Kolben geht nach unten, nach oben, das war's. Und während dieser Zeit, wo der Kolben nach unten und nach oben geht, dreht sich die Kurbelwelle ein einziges Mal. Bei einem Viertaktmotor muss das Ganze in 4 Takten oder besser gesagt in 2 Umdrehungen entstehen. Das heißt, das Gas wird angesaugt, erster Takt, es wird verdichtet, zweiter Takt, es arbeitet, der Kolben geht wieder nach unten, dritter Takt und das Abgas wird ausgestoßen, vierter Takt. In dieser Zeit hat sich die Kurbelwelle zweimal gedreht. Und beim Zweitaktmotor ist die Hälfte der Zeit eben dem Arbeitstakt gewidmet und beim Viertaktmotor ist nur ein Viertel der Zeit einem wirklichen Arbeitstakt gewidmet. Das muss man zum Zweitaktmotor wissen, natürlich noch viel, viel mehr. Und das Interessante ist, dass eben, deswegen habe ich auch diese Scheibe hier, alle 360 Grad, jede Umdrehung habe ich eine Zündung, badump, badump, bei einem Zweitaktmotor. Bei einem Viertaktmotor würde es, nein, so, jetzt haben wir es, badump, nur jede zweite Umdrehung laufen. So, jetzt wissen wir schon mal das Grundlegende zu diesem Einzylinder. Motor. Der läuft übrigens nicht wahnsinnig schnell. Da reden wir so über 300 Umdrehungen, später 400 Umdrehungen. Der ist wirklich langsam. Man hört das ja auch. Badump, badump. Und der muss auch entsprechend ruhig gestellt werden. Auch das haben wir ja schon besprochen.
Und was ist denn das jetzt für ein Motor? Ist das ein fremdgezündeter Motor wie ein Ottomotor oder ist es ein selbstzündender Motor wie ein Dieselmotor? Ehrlich gesagt ist er ein bisschen dazwischen. Zum einen ist er, streng genommen, ein fremdgezündeter Motor. Er hat einen sogenannten Glühkopf, das ist ein Glühkopfmotor. Das ist eine Vorkammer, ähnlich wie bei einem Diesel. Da wird der Kraftstoff eingespritzt und dann durch den glühenden Kopf erhitzt. Und das Spannende an diesem glühenden Kopf ist, dass man den früher zum Teil von außen erstmal erwärmen musste. Ja, damit er richtig heiß wurde, damit er geglüht hat, damit der Motor dann anfing überhaupt zu zünden. Und wenn das Traktorchen dann draußen rumgefahren ist und es war zu viel Wind, der das Ganze gekühlt hat, dann könnte es sein, dass er nicht mehr richtig gezündet hat und ausgegangen ist. Das hat man dann später durch andere Varianten gelöst. Und übrigens der Sprit, der bei diesem Lanz Bulldog reinkommt, das kann alles sein. Das ist ein sogenannter Schwerölmotor, wie auch die großen Schiffe, die auf den Weltmeeren rumfahren und nicht unerheblich Emissionen erzeugen, nimmt der auch alles. Der nimmt Rohöl, der nimmt Naphtha, der nimmt alles, alles was brennt. Zack, rein und ab geht die Luzi und das Ding fährt. Aber eben durch den glühenden Kopf erstmal fremdgezündet. Und die Verdichtung, die ist relativ niedrig. Also nicht wie beim Diesel sehr hoch, weil beim Diesel habe ich eine hohe Verdichtung, also einen großen Unterschied zwischen dem Brennraum und dem Hubraum, um eben das Gas darin zu erhitzen und dann eine Selbstzündung zu erreichen. Trotzdem sind es natürlich absolute Kultmotoren. Es sind Arbeitstiere gewesen, denen es egal war, was du reingekippt hast und deswegen gehören sie unbedingt in unsere Reihe hinein. Und noch ein kleiner Fun-Fact, wieso heißt er denn Lanz Bulldog? Na, guckt ihn euch nochmal an. Der sieht halt so bullig aus wie eine Bulldogge und deshalb hat er den Namen bekommen. Zwei Zylinder. Und dafür habe ich mir den Motor des VW XL1 ausgesucht. Das ist ein Zweizylinder-Dieselmotor. Und was ist jetzt der XL1? Das ist ein super Sparauto. Ein Lieblingsobjekt von Ferdinand Pirch, mit dem Pirch damals zeigen wollte, wie sparsam man ein Auto bauen kann. So in den 2010ern war das. Und das ist ein Plug-in-Hybrid. Das heißt, ich habe zum Teil Elektro, aber ich habe eben auch meinen Zweizylinder-Diesel darin. Und dieses Auto ist extrem sparsam. Wir haben den damals bei der Eselfretter, der Elektroauto-Rallye gehabt. Ich durfte das Auto auch selbst fahren und er hat auf 119 Kilometer Strecke nur etwas mehr als 0,7 Liter Diesel und etwas mehr als 4 Kilowattstunden an Strom verbraucht. Das ist wirklich richtig gut. Wieso? Weil er super leicht ist, tolle Aerodynamik und eben diesen sparsamen Antrieb. Und trotzdem hätte das Auto auch an erster Stelle des Videos stehen können, bei den Einzylindern. Weil, wie ich vorher schon erzählt habe, bei VW wirklich die Überlegung war, dass man einen Einzylinder für dieses Auto nimmt. 0,3 Liter Einzylinder Diesel. Hat man dann aus produktionstechnischen Gründen verworfen. Wieso hat sich VW jetzt dafür entschieden, da einen Zweizylinder reinzubauen? Na, weil sie im Programm schon einen 1,6 Liter TDI hatten. Ja, viele kennen den ja aus dem Golf, ein wirklich kleines, schönes, leistungsfähiges und effizientes Motörchen. Und den haben sie quasi halbiert. Einen Zweizylinder draus gemacht mit 1,6 Liter geteilt durch 2, 0,8 Liter Hubraum. Und den hat man da reingepflanzt. Und das Motörchen da drin leistet 35 Kilowatt oder umgerechnet 48 PS. Das ist auch ein bisschen weniger als die 1,6 Liter TDI-Varianten im Golf. Die haben über 100 PS, aber sie haben den Motor sehr optimiert. Und wenn man das sich heute anschaut, was damals in der Pressemappe drin stand, dann klingt das alles schon ein bisschen possierlich. Das ist ein Common Rail Motor. Früher hatte ja VW Pumpe, Düse, Diesel. Das heißt, der Druck für die Dieseleinspritzung, der wurde direkt oben am jeweiligen Zylinder erzeugt durch ein Pumpe-Düse-System. Und dadurch konnte man sehr, sehr hohe Drücke erzeugen. Das Problem war nur, man konnte nicht schnell genug diesen Druck und auch die Einspritzung variieren. Man ist ja dann auf eine sogenannte Common Rail gegangen. Das heißt, eine gemeinsame Bahn, wo eben der Diesel drin wartet mit einem gewissen Druck. Und dann werden einfach nur die entsprechenden Einspritzventile geöffnet und so kannst du auch Mehrfacheinspritzungen garantieren. Mehrfacheinspritzungen brauchst du bei einem Dieselmotor, um den Verbrennungsverlauf zu harmonisieren und damit auch die Emissionen zu verbessern. Und das ist heutzutage überall Stand der Technik.
Damals hat man das extra noch erwähnt, oh, da gehen auch Mehrfacheinspritzungen und Common Rail. Und man hat bei VW auch damals noch erwähnt, ja, der hat sogar eine Abgasrückführung, um die Emissionen zu senken. Ja, wenn man sich das nochmal im Nachhinein überlegt, was da für ein riesen Dieselskandal danach kam, dann liest man heute die Pressemappe, wo VW darauf hinweist, dass der ja schon Euro 6 erfüllt. Ja, und auch entsprechende emissionssenkende Maßnahmen hatte mit Katalysatoren und drum und dran, muss man schon ein bisschen schmunzeln. Das ist ein beeindruckendes Auto, wenn auch nicht unbedingt eine Vorlage für eine Großserie. Der XL1 wurde damals in limitierter Stückzahl verkauft, ich glaube ein bisschen mehr als 200 Stück. Der hier steht in der Klasse Remise in Düsseldorf, der ist in Privathand und das Auto hat damals über 100.000 Euro gekostet. Das hast du nicht mehr reingeholt durch das Sparen mit dem Sprit hier. Ja, da musstest du schon das Auto haben wollen als besonderes Auto und eben als Technologieträger, auch wenn sich das in der Serie später gar nicht so ausgezahlt hat. Und wenn ich jetzt diesen Zweizylinder TDI hier als Kultmotor raussuche, dann muss ich ehrlich gesagt auch hinzufügen, dass er quasi stellvertretend für die ganzen TDIs von VW steht. Denn nicht nur der ist kultig, sondern auch der 1,9 Liter TDI, auch viele andere. Und da gibt es eine eigene Szene drumherum, gerade um den 1,9er, wo man sagt, der geht nicht kaputt. Vor allem war das damals ein Motor, speziell der Vierzylinder 1,9 Liter TDI, der sowohl Sparsamkeit wie auch Kraft, also auch Spaß verbunden hat. Der Motor hatte schon richtig Drehmoment, hat richtig Spaß gemacht. Denn am dritten, bei niedrigen Drehzahlen beschleunigt, das ist da richtig was gegangen. Und gleichzeitig konntest du den problemlos auch unter 5 Litern pro 100 Kilometer fahren. Er hatte aber ein Emissionsproblem. Ein Emissionsproblem hatte VW ja insgesamt damals sowieso. Jedenfalls ist das hier ein beeindruckendes Technikobjekt, auch wenn man heute so im Nachhinein ein bisschen schmunzeln muss, wenn man über die damaligen Zeiten bei VW denkt. Drei Zylinder. Und da habe ich mir den Ford EcoBoost Motor mit drei Zylindern und einem Liter Hubraum ausgesucht. Okay, aber wieso stehe ich da bei einer Renault Alpine mit V6 Turbomotor? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Interessanterweise sehr, sehr viel. Zum einen, der 1 Liter Motor, über den ich reden will, ist auch ein Turbomotor. Zum anderen, ein V6 Motor hat sehr, sehr viel zu tun mit einem reinen Dreizylinder, weil ein V6 Motor nichts anderes ist als zwei in V-Form zusammengesetzte und über eine Kurbelwelle verbundene Reihen Dreizylinder. Und der Ford EcoBoost Motor ist im Grunde genommen eine vor allem deutsche Entwicklung, aber auch europäische Entwicklung. Da ist zum einen in der Vorentwicklung sehr, sehr viel passiert bei der FEV, das ist ein Dienstleister, der auch mit der RWTH Aachen zusammenarbeitet und da viel gemacht hat im Bereich der Verbrennungsentwicklung, CAE und ähnliches bei dem Motor. Die waren da also wirklich nicht unbeteiligt. Dann gibt es in Köln, wo auch das große Ford-Werk ist, ein Entwicklungszentrum, die haben sehr stark an dem Motor gearbeitet. Und dann gibt es bei Ford eben auch noch die Engländer in Dunton, die auch noch an dem Motor gearbeitet haben. Das heißt, es ist schon ein sehr stark deutsches, aber auch europäisches Produkt und damit gar nicht mal so weit entfernt von der Renault Alpine V6 Turbo, die wir hier stehen haben. So, jetzt können wir die Renault Alpine mal wegschieben oder besser gesagt uns wegdenken und jetzt gucken wir uns den Dreizylinder-Motor an. Zum einen mal, wieso eigentlich ein Dreizylinder-Motor? Mit Vierzylinder-Motoren funktioniert es auch, kann ich ja auch sparsam fahren. Naja, grundsätzlich haben so Dreizylinder-Motoren schon ein paar Vorteile. Zum einen habe ich weniger innere Reibung, weil ich es mit weniger bewegten Teilen zu tun habe. Ich habe es ja nur mit drei Zylindern, drei Kolben, drei Pleuel zu tun. Zum anderen habe ich weniger bewegte Massen, weil es insgesamt ein kleinerer Motor ist. Und jetzt habe ich das Gewicht des Motors mal raus. Das ist weniger als 100 Kilogramm. Dieser 1 Liter Dreizylinder von Ford wiegt, so sagt Ford, exakt genau 98 Kilogramm. Das ist wirklich wenig. Okay, schön. Der Motor ist leicht, effizient, alles drum und dran, aber ist er nicht unruhig? Ich meine, wir kennen ja die Dreizylinder, wie sie vor sich hin brötteln. Man hört sie ja, da weiß man doch, da entstehen doch auch Vibrationen. Wenn du mich fragst, ich mag den Dreizylinderklang gerne. Ich finde das gemütlich, ja, wie er so vor sich hin brötelt. Und der gefällt mir vom Sound her besser als viele Vierzylinder. Wahrhaftig nicht alle, aber viele Vierzylinder, weil die manchmal so ein bisschen brummig oder zum Teil auch schreiend klingen. Und so ein Dreizylinder ist da schon so ein bisschen gemütlich vom Sound her. Aber das mit der Laufruhe, das stimmt auch. Der hat Nachteile bei der Laufruhe. Aber wieso? Das gucken wir uns jetzt mal in den zwei wichtigsten Aspekten an. Wir fangen mit dem Zündabstand an. Zündabstand habe ich ja schon erwähnt. Ja, und wir haben es hier mit einem Viertaktmotor zu tun. Das heißt, ich brauche zwei Umdrehungen,
bevor die komplette Arbeitsweise dieses Motors einmal durchlaufen ist. Und wenn ich jetzt drei Zylinder habe, verteilt auf zwei Umdrehungen, dann habe ich alle 240 Grad so, eine Zündung. Habe ich einen Vierzylindermotor, dann habe ich alle 180 Grad eine Zündung. Das heißt, der zündet pro zwei Umdrehungen einmal mehr. Das ist auch schon mal ein Aspekt der Laufruhe, aber ist noch nicht der einzige Aspekt. Dann kommen wir noch zu den Kräften, die auf die Kurbelwelle wirken. So, und dafür holen wir uns mal eine Kurbelwelle, das stelle ich mir hier hin. Und nicht wundern, wenn die hier so lang ist. Das ist eine Kurbelwelle von einem reinen Sechszylinder, fleißige Bloch erklärt. Gucker werden das wissen. Die habe ich für die Erklärung des reinen Sechszylinders mal gebastelt. Und ich habe ja schon gesagt, dass ein Sechszylinder im Grunde genommen nichts anderes ist als zwei zusammengeschaltete Reihen Dreizylinder. Entweder V6 sind sie in V-Form, die beiden Reihen Dreizylinder zusammengeschaltet, oder bei einem reinen Sechszylinder sind sie einfach quasi in Serie geschaltet. So, dann halbieren wir das mal hier. Zack, dann haben wir hier die Kurbelwelle eines reinen Dreizylinders. 1, 2, 3. Kolben hängen hier dran, Pleuel, und bewegen das Ganze. Und wenn man jetzt so ein bisschen da reinschaut, dann sieht man, dass es wirklich, so wie ich das da einigermaßen hingebogen habe, fast symmetrisch ist, wie die hier so aufgeteilt sind. Und das sieht doch fast danach aus, als müsste das sehr ruhig laufen. Ja, das Problem ist, dass die Kolben, die Zylinder, die sind ja nicht alle an einer Stelle. Die sind ja räumlich verteilt. So, und jetzt können wir uns das hier angucken. Das heißt, wenn an dieser Stelle der Kurbelwelle ja, das Pleuel nach oben geht, dann geht es hier nach unten. Das heißt, hier wird nach oben gezerrt und da wird nach unten gezerrt. Sprich, ich habe hier eine Bewegung, ein sogenanntes Massenmoment. Da treten auch noch andere Momente und Kräfte auf, aber das ist einfach mal vereinfacht betrachtet. Das sorgt für Vibrationen. Die kann ich dann wieder ausgleichen, wenn ich noch einen zweiten reinen Dreizylinder dran baue. Aber dann sind wir beim reinen Sechszylinder und da kommen wir später hin. Okay, gut. Also, da entstehen Vibrationen. Was kann ich jetzt dagegen machen? Ja, ich kann zum einen die Kurbelwelle auswuchten. Ja, auf den Gramm genau kann man das heutzutage machen. Das kann man durch Bohrungen machen, durch die Dimensionierung, der Positionierung der Gewichte kann man das Ganze auswuchten. Wenn man eine Kurbelwelle sich anschaut, da sind ziemlich hohe Massen dran, die halt dafür sorgen, dass der Rundlauf besonders gut ist. Aber was ist an diesem Motor noch besonders? Zum einen, man hat sehr viel Leistung rausgeholt. Aus dem 1 Liter Dreizylinder sind, so wie ich ihn damals in der ersten Version gefahren bin, 125 PS rausgeholt worden. 125 PS Leistung pro Liter, das ist schon eine Menge. Beim Sauger brauchen wir gar nicht drüber zu denken. Ja, da müssen wir schon in GT3-Regionen gehen, sehr hochdrehen, damit wir in dreistellige PS-Zahlen pro Liter kommen. Beim Turbo ist es ein bisschen anders. Und wenn wir über den Turbo reden, dann reden wir hier über einen Lader, der fast 250.000 Umdrehungen in der Spitze dreht. 248.000 Umdrehungen gibt Ford für diesen Motor, glaube ich, an. Dann reden wir aber auch über einen Motor, bei dem der Krümmer und der Zylinderkopf aus einem gegossen worden sind. Und dadurch kann ich die Kühlung hier noch mal effizienter gestalten. Das ist auch etwas, womit VW bei den neueren Motoren auch immer wirbt, dass das ein Teil ist, womit ich die Kühlung effizienter gestalten kann. Dann ist an den Motor selbst noch mal rangegangen worden. So, wir haben hier sogar so ein Ford natürlich. Das ist jetzt nicht der Kolbenboden. Der Kolben von einem Dreizylinder, sondern es ist der Kolben von einem Ford Mondeo, wo wir damals eine Effizienzfahrt gemacht haben, als sie mit den ersten schichtgeladenen Motoren kamen. Das ist für eine andere Geschichte, aber so sieht das aus. Ja, so kann man sich das vorstellen. Da kannst du auch die Gestaltung des Ganzen nochmal die Verbrennung harmonisieren, verbessern, effizienter werden. Dann hast du eine Mehrfacheinspritzung bei einem Direkteinspritzer. Du hast hohe Einspritzdrücke. Wenn wir bei diesem Ford EcoBoost Motor über 150 Bar reden, dann war das damals, als der Motor auf den Markt kommt, war das viel. Heutzutage hast du mehr. Ja, heutzutage hast du über 200 Bar, die auch bei den Benzinern direkt eingespritzt werden, also das Benzin eingespritzt wird. Aber damals war das schon viel. Und das sind alles viele und moderne Faktoren, die den Motor ganz besonders gemacht haben. Und was mir an dem Motor besonders viel Spaß gemacht hat, das waren verschiedene Sachen. Zum einen, wie er seine Kraft entwickelt hat, wie er so wirklich ein feistes Drehmoment hatte, fast so ein bisschen an Turbodiesel erinnernd. Zum anderen fand ich den Klang irgendwie sehr sympathisch. Ich mochte das, wie er funktioniert hat und wie ruhig er trotzdem auch noch gelaufen ist. Und das gleicht aus, dass er in der Praxis, das muss man ehrlich sagen, dann doch nicht so sparsam war, wie Ford damals versprochen hat. Kommt immer ein bisschen auf die Fahrweise drauf an, aber es war definitiv ein Kultmotor und ein Dreizylinder, der sehr gut funktioniert hat.
Vierzylindermotoren. Und für alle, die sich jetzt freuen und sagen, ah, jetzt kommt endlich ein BMW dran. 518i mit einem schönen Vierzylindermotor, die muss ich leider enttäuschen. Dieses Auto hier steht nur als Symbol für Vierzylinder, weil das Auto oder der Motor, den ich ausgesucht habe, nicht in der Remise steht. Das ist der Motor des Opel Kadett GSI 16V. 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder. Wirklich ein Meilenstein. Und das Problem ist, in der Remise habe ich nicht nur dieses Auto und diesen Motor nicht entdeckt, sondern prinzipiell keinen Opel. Was schade ist, weil Opel in der Geschichte wirklich großartige Autos und Motoren gebaut hat. Aber dieser Vierzylinder, der ist ganz besonders herausragend. Der Motor ist aus der Hardcore-Battle-Zeit zwischen Golf GTI und dem Opel Kadett. Und man muss ganz klar sagen, in der Nachbetrachtung damals hatte Opel mit diesem Motor die Nase vorne. Eine Anfangsversion 150 PS, später 156 PS. Aber wieso der Motor die Nase vorne hatte, das schauen wir uns erstmal an. Und jetzt gucken wir nochmal auf diesen Motor hier. Da ist nämlich vieles anders. Zum einen, der Motor im Kadett ist quer eingebaut. Das hier ist ein längs eingebauter Motor, so wie bei BMW üblich. Das ist ein Zweiventilmotor und der Motor im Opel Kadett, das ist ein Vierventilmotor. Der Motor hat übrigens einen ziemlich unsexy Namen. Der heißt in der Entwicklungssprache C20XE. Ja, klingt wirklich unsexy dafür, was er kann. Aber das ist bei vielen Motorenbauern so. Die haben ja ihre eigenen Bezeichnungen. Und das war der erste Großserien-Vierventilmotor von Opel. Ja, es gab auch noch andere im Manta, die früher waren mit mehr Hubraum, aber das war der wirklich erste Großserien-Vierventilmotor. Das war ja auch damals die Zeit, wo die Vierventile langsam aufkamen. Wieso vier Ventile? Weil ich damit eben quasi den Zylinder besser ausnutzen konnte. Das heißt, ich habe mehr Platz gehabt, um das Gas zu tauschen. So, was ist an diesem Opel-Motor jetzt so besonders? Ganz speziell seine Effizienz und auch seine Kraft. Der hat einen Saugmotor, maximal 196 Newtonmeter erzielt. Das klingt jetzt heute ein bisschen possierlich, aber ein ganz wichtiger Punkt ist hier, wie viel Mitteldruck produziert der Motor? Oh Gott, Mitteldruck, was ist denn das jetzt? Das ist, vereinfacht betrachtet, der durchschnittliche Druck, der in einem Zylinder erzeugt wird durch die Verbrennung. Ganz vereinfacht betrachtet, wirklich Newton pro Quadratzentimeter. Ehrlich gesagt kann man das nicht genau messen. Das ist wirklich eine rechnerische Größe. Da werden bestimmte Faktoren in Bezug gezogen. Und das Wichtige für euch ist zu wissen, je höher der Mitteldruck ist, desto besser funktioniert der Motor in Bezug auf Kraftentwicklung und damit auch Wirkungsgrad. Und der Mitteldruck des Opel-Motors, der lag sehr hoch, nämlich bei 12 Bar. Ja, im Spitzenbereich, glaube ich, sogar ein bisschen über 12 Bar. Und da konnten die Saugmotoren nicht mithalten. Ein GTI-Motor, damals mit 129 PS, der hatte einen Mitteldruck von 11, irgendwas Bar, aber nicht die 12 Bar plus dieses Opel-Motors. Das heißt, der Opel-Motor war zum einen effizient und zum anderen hat er viel Kraft. Und wenn wir uns die Effizienz anschauen, da wird es ganz interessant, wenn wir uns mal alte Testberichte von Automotor und Sport anschauen. Da ist nämlich der Kadett GSI damals mit Testverbrauch 10,3 Liter gemessen worden und der vergleichbare Golfmotor mit 129 PS hat damals 11,7 Liter verbraucht. Das ist ein großer Unterschied. Und das Ganze auch noch bei mehr Kraft und besserer Leistungsentfaltung. Der Kadett GSI ist mit dem Motor damals in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 gesprintet. Das war damals eine Riesennummer. Alles unter 10 war schon schnell. Ein GTI galt schon als schnell, wenn er unter 10 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt hat. Heute lächeln wir rüber. Aber unter 8 Sekunden war damals eine echte Nummer. Ja, können wir uns heute nicht mehr so vorstellen, aber war halt so. So, und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen speziell den Vierzylinder an. Ja, wir müssen uns mal angucken, was macht denn so ein Vierzylinder aus? Zum einen Zündabstand. Ich habe es bei den anderen auch schon erzählt. Der Zündabstand eines Vierzylindermotors ist 180 Grad. Jede halbe Umdrehung wird einmal gezündet. Wie gesagt, vier Takter, zwei Umdrehungen, das Ganze vier Zylinder, da muss die Zündung auch geteilt werden. Das heißt, jede halbe Umdrehung wird einmal gezündet. Das ist schon mal okay. Jetzt könnte man spontan sagen, ja Mensch, so ein Vierzylindermotor, der läuft doch besonders ausgeglichen. Denn zwei Kolben bewegen sich nach oben, zwei Kolben bewegen sich nach unten, das gleicht sich doch exakt genau aus. In erster Hinsicht, ja, der Motorenentwickler sagt auch in erster Ordnung, ist das so.
In zweiter Hinsicht oder zweiter Ordnung ist das nicht so. Ein Vierzylindermotor, gerade auch bei höheren Drehzahlen, hat schon ordentlich Vibration. Ja, das ist nicht schlimm. Wir kennen ja die Vierzylindermotoren, kein Motorentyp bei Autos ist auf der Welt verbreiteter. Ich habe keine genauen Zahlen, aber ich habe das Gefühl, dass über 3/4 der Autos, die in Deutschland rumfahren, eben über einen Vierzylindermotor verfügen. Das ist der Allerweltsmotor schlechthin und der hat gewisse Vibrationen. Da kannst du jetzt kein Eurostück draufstellen und hoffen, dass das stehen bleibt. Das wird umfallen. Aber es gibt eben Vierzylindermotoren, die ganz besonders sind. Und über den reden wir ja gerade, den C20XE. Was gibt es zu dem Motor noch zu erzählen an Interessantem? Zum einen ist es die spezifische Leistung mit 75 PS pro Liter Hubraum. Das ist ein Saugmotor. Die lag spürbar höher als beim vergleichbaren Golf GTI. Zum anderen hat er ein sogenanntes quadratisches Bohrungshubverhältnis. Das heißt, eine Bohrung von 86 mm und ein Hub von 86 mm. Und 86, die Zahl kommt es so irgendwie bekannt vor. Da gibt es doch einen Toyota GT86. Ja, das ist eine wirklich ganz präsente und dominante Zahl im Motorenbau. Denn zum einen sorgt dieses quadratische Bohrungshubverhältnis für ziemlich genau einen halben Liter Hubraum pro Zylinder. Im Japanischen hat das Ganze auch noch so einen gewissen magischen Aspekt. Da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Aber es gilt halt als ein besonders guter Mittelwert für einen Motor und auch in seinem Arbeitsverhalten ein besonders guter Wert. Diese Motoren zeichnen sich meistens durch ein besonders ausgeglichenes Kraftverhalten aus. Und das war auch ein Motor dieser C20XE, der das geschafft hat. Und dann gibt es noch zwei wichtige Punkte. Der Motor hat damals schon über eine elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzung verfügt. Und die Motoren danach kamen von Opel nicht mehr an den Mitteldruck und an die Fähigkeiten dieses Motors heran. Manchmal bauen Motorenentwickler einfach wirklich geniale Maschinen. Und sie versuchen das später zu wiederholen und es klappt nicht. Wieso, können sie dann auch nicht genau sagen. Heutzutage geht das wahrscheinlich besser als damals, weil damals eben nicht nur mit CAD und Co. gearbeitet worden ist, sondern auch iterativ. Man hat halt probiert, wie es funktioniert. Aber egal wie, was Opel damals einfach zum Teil aus dem Rückenmark der Entwickler heraus entwickelt hat, an 2-Liter-Vierzylindermotor ist ein absoluter Meilenstein in der Motorenentwicklung. Kurz nochmal zu den 4 Ventilen. Oder besser gesagt, bei dem Opel sind es ja 16 Ventile, 4 Zylinder mal 4 sind 16 Ventile. Wieso war das damals so wichtig, dass man eben von üblicherweise 8 Ventilen bei 4 Zylindern auf 16 Ventile gegangen ist? Das war ja damals so eine Übergangszeit, wo dann auch VW und andere kamen. Das gucken wir uns mal an. Wenn ich den Zylinderkopf eines Zylinders nehme. Ja, das ist jetzt hier in gigantischem Maßstab. Das ist quasi ein Schiffsmotor. So kann man sich das vorstellen. Dann habe ich ja hier Platz, eine Fläche, wo ich meine Ventile arbeiten lassen kann, die eben meinen Gasaustausch ermöglichen. Entweder Frischgas rein oder Abgas raus. Nehme ich jetzt hier 2 Ventile, die sind ja rund, so, dann kann ich hier ein Ventil hinsetzen. Ich kann hier ein Ventil hinsetzen, ja, ein Ein- und ein Auslassventil. Und was da offensichtlich ist, hier ist ja noch Platz, der gar nicht genutzt wird. Und wie kann ich den Platz besser nutzen? Also wie könnte ich da mehr Gas reinbringen und auch mehr Abgas wieder raus? Na, indem ich hier eben mit 4 Ventilen arbeite. Hier ein Ventil, da ein Ventil und da ein Ventil. Und dann sieht man schon daran, dass der ausgenutzte Raum für den Gaswechsel einfach größer wird. Wobei wir natürlich ganz wichtig, man hat ein Ventile für den Abgasausstoß und dann für das Frischgas, das wieder hineinkommt. Also die Flächenausnutzung hier, die ist deutlich besser. Ich kann mit 4 Ventilen hier einen besseren Gasaustausch erzeugen und damit auch mehr Leistung aus dem Motor herausholen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wieso dann die 16 Ventile auf den Markt kamen. Fünfzylindermotoren. Und da müssen wir jetzt nicht lange rumraten. Welcher deutsche Kultmotor da von mir ausgewählt wurde. Das ist ein Motor, der unabhängig von der Zylinderzahl von vielen Petrolheads als einer der absoluten Kultmotoren eingestuft würde. Es ist der Audi Fünfzylinder. Der hat auch eine glorreiche Geschichte. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Und wieso stehe ich jetzt nicht hier bei einem Audi Fünfzylinder oder wenigstens bei einem Audi? Weil in der Klassik Remise meiner Lieblingsaufenthaltsstätte, wenn es um Autos geht, gerade kein Audi steht und schon gar kein Audi Fünfzylinder. Das ist schade, das wird sich sicherlich mal wieder ändern. Aber jetzt müssen wir
ein bisschen trockener über das Thema reden. Wir können ja ein paar Bilder von kultigen 5-Zylinder-Autos reinschneiden. Okay, Audi 5-Zylinder. Wie hat das Ganze denn angefangen? 1976 mit dem Audi 100 C2. Relativ unspektakulär. Audi wollte damals für den Audi 100 einen etwas repräsentativeren, größeren Motor haben. Und dann gibt es dann eben die Überlegung, was macht man? Und damals war ein Punkt zu sagen, okay, wir nehmen rein 6-Zylinder. Gut. Rein 6-Zylinder gab es ja auch von BMW, ein direkter Konkurrent. Das Problem am reinen 6-Zylinder ist, je nachdem, wie ich ihn einbaue, längs oder quer, dass einem der Bauraum ausgeht. Und Audi hatte keinen riesigen Bauraum zur Verfügung und da war ein rein 6-Zylinder eben nicht passend. Auch wenn später zum Beispiel Volvo es geschafft hat, einen reinen 6-Zylinder wirklich quer vorne reinzubauen. Also hat man sich für einen 5-Zylinder-Reihenmotor entschieden. Die Basis für diesen 5-Zylinder-Reihenmotor war übrigens eine Neuentwicklung im VW-Konzern, der EA 827, ein 4-Zylinder-Motor. Und aus dem hat man dann, Zylinder dran, den 5-Zylinder gebaut. 136 PS, damals im Audi 100. Exakt genau hieß der Audi 100 5e, also 5-Zylinder-Einspritzer. Aber mit diesem Auto war jetzt noch nicht der Kult geboren. Das war jetzt was Besonderes für Motoren-Nerds. Ja, wir haben einen Zylinder mehr dran gemacht, aber der Kult war noch nicht geboren. Richtig kultig wurde er dann mit dem Urquattro. Als sich Audi dazu entschieden hat, diesen Motor zu nehmen, ihm eine Turboaufladung zu verpassen, eine Ladeluftkühlung und ihn im Rallye-Sport einzusetzen. Der Basismotor, das Urquattro, hatte schon 200 PS. Das war da Anfang der 80er eine absolute Nummer. Und ich habe über diesen Motor ja schon mal ein Video gemacht. Ich habe ja schon ein bisschen was drüber erzählt. Und aus diesem Video habe ich übrigens auch hier die Kurbelwelle, die ich aus Draht gebastelt habe, noch mal liegen. Ich weiß gar nicht mehr, ob da alles stimmt, weil ich habe das wirklich damals per Hand, habe ich mir hier die Winkel eingestellt. Und da müssen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Grundsätzlich über so einen 5-Zylinder. Denn ein 5-Zylinder ist ein Motor, der von der Charakteristik her eher ein bisschen rauer ist. Ja, er vibriert ein bisschen, er ist ein bisschen röhriger, fast so in 3-Zylinder-Richtung. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er eine ungerade Zylinderzahl hat. Gerade die Motoren mit ungerader Zylinderzahl, 3- und 5-Zylinder, 1-Zylinder lassen wir jetzt mal außen vor, die röhren so ein bisschen. Ja, andere Motoren kann man das auch erziehen, aber die röhren so ein bisschen. Und das macht natürlich auch das Sympathische daran aus. Aber ein rein 6-Zylinder ist theoretisch vom Klang her ausgeglichener, sämiger und auch ruhiger. Aber wir haben es ja schon geklärt, da geht es eben um Bauraum. Wenn der nicht reinpasst, passt er nicht rein. Und was ist denn mit diesen Vibrationen? Wenn wir uns diese Kurbelwelle vom 5-Zylinder anschauen, 1, 2, 3, 4, 5 Kolben hängen da dran, dann hat die ein Problem, die vibriert so ein bisschen an den Enden. Massenmoment, brrr, wie so ein 3-Zylinder. Ja? Beim 6-Zylinder kann ich das ausgleichen, kommt noch ein weiterer Zylinder dran, da kann das völlig ausgeglichen laufen, aber hier habe ich leichte Vibrationen. Aber auch die kann ich natürlich bekämpfen mit entsprechend ausgewuchteten Kurbelwellen, mit Maßnahmen. Vor allem vom Klang her ist das wirklich ein eindrucksvolles Aggregat. Und auch bei dem Zündabstand haben wir es hier mit einer relativ ungeraden Zahl zu tun. Ja? Also wir können es uns hier ja nochmal angucken. So, wo sind wir? Beim 4-Zylinder hatte ich schon gesagt, 180 Grad, also jede halbe Umdrehung. Beim 6-Zylinder, da kommen wir ja noch dazu, habe ich pro Umdrehung bei einem 4-Takter 3 Zündungen und bei einem 5-Zylinder habe ich pro Umdrehung 2,5 Zündungen. Und das Auto war auch damals in der Rallye-Weltmeisterschaft ein absoluter Outlaw. Dieser 5-Zylinder lastete schwer auf der Vorderachse, zusammen mit dem Allradantrieb wollte er lieber geradeaus als um die Ecke fahren. Aber trotzdem hat 1983 Hanno Mikola mit dem Urquattro die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Und dann kam ja auch Walter Röhrl zu dem Auto dazu. Und er hat am Anfang seine liebe Mühe gehabt mit dem Quattro. Er musste erstmal links bremsen lernen, um dem Auto irgendwie beizubringen, dass es dann doch um die Kurve fährt. Er hat dann seine Liebe zu dem Auto wahrhaftig entdeckt, aber das war alles nicht so einfach. Und Audi hat das Auto dann nochmal gekrönt, ohne dass sie damit wirklich viel mehr Erfolg hatten als mit dem Urquattro, als sie nämlich den Sportquattro gemacht haben. Sie haben dem Auto 4 Ventile pro Zylinder verpasst, also 20V. Und damit haben sie 306 PS aus dem Motor rausgeholt. Und das war damals, und ich musste es wirklich nochmal nachgucken, weil es so absurd klingt,
das stärkste deutsche Serienauto. 306 PS, das klingt heute possierlich. Wie viele Autos haben heutzutage in Deutschland 300 PS, 400, 500 PS und mehr? Aber damals war das stärkste deutsche Serienauto. Und der Sport Quattro ist auch wirklich ein beeindruckendes Konstrukt. Er klingt auch beeindruckend, weil der Fünfzylinder eben diesen röhrenden, diesen besonderen Sound hatte. Und deswegen war es so wichtig, dass Audi diesen Fünfzylinder zwar ein paar Jahre liegen lassen hat, aber ihn dann doch wieder eingesetzt hat im Audi TTRS und Co. Und dass er bis heute noch seinen Dienst tut, quer eingebaut als Fünfzylinder, als röhrendes, besonderes, kultiges Objekt. Ja, die wahren Fans, die jammern zwar ein bisschen darüber, dass er einen Otto-Partikelfilter bekommen hat, ist gut für die Emissionen, aber der Sound ist ein bisschen zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein absoluter Kultmotor. Und ich freue mich jedes Mal, nicht nur, wenn ich einen fahren kann, sondern wenn ich auch einen hören darf. Das war der erste Teil zu den 10 deutschen Kultmotoren. In diesem Video von einem bis fünf Zylinder, im nächsten Video geht es dann von 6 bis 16 Zylinder. Da dürft ihr euch auch schon drauf freuen. Und wie ich angekündigt habe, es gibt natürlich Diskussionsbedarf. Sind die Motoren, die ich da jetzt ausgewählt habe, wirklich besonders kultig? Da gibt es ja nicht andere, die noch kultiger sind. Wieso habe ich denn keinen Vierzylinder-Boxer vom Käfer ausgewählt? Völlig korrekt. Könnt ihr gerne darüber diskutieren und unter dem Video eure Meinung schreiben, eure Kultmotoren auswählen. Ich freue mich auf die Diskussion. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, über diese Motoren zu reden. Und ich freue mich auf das nächste Video, wie ich mich immer darüber freue, über Motoren zu reden. Die Klassik Remise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.